Yo Leute, heute mal wieder mit einem Special Dead by Daylight Video. Ihr seht schon wieder, ich habe 1 Million Blutpunkte zusammengesammelt, außerdem wieder über 550 Splitter. Das bedeutet, wir können jemanden mal wieder richtig schön hochleveln. Und da ihr das beim letzten Mal ziemlich gefeiert habt, als wir das mit dem guten Herman gemacht haben, dachte ich mir, heute ist die gute Lisa dran. Auf Anna habe ich noch einige Add-ons. Der Dog ist ja wie gesagt jetzt gerade erst auf Level 50 gepusht worden. Deswegen hauen wir heute die Blutpunkte in die Hexe rein. Das bedeutet, der 6. Killer dann, der auf Prestige 3 hochgepusht wird. Ihr seht schon, die anderen hier, die anderen 5, sind bereits Level 50, Prestige 3. Und die anderen sind alle Prestige 2. Die beiden haben sämtliche Perks. Ihm fehlen die von Anna. Und hier bei Michael und bei der Krankenschwester fehlen generell noch ein paar. Gut, lass uns gar nicht lange schnacken, Leute. Lass uns mal direkt auf Prestige 3 hochgehen. Prestige 3, ich werde so ein bisschen natürlich dann vielleicht doch mal auf Add-ons achten. Der nächste Ehrenpreis hier können wir uns dann mal direkt anschauen. Den Hut haben wir natürlich... Den Hut, naja, die Rasterlocken, die haben wir schon. Muss ein Anzeigefehler sein. Jetzt gab es hier den Körper und die blutige Lisa sieht so aus. Ist sie nicht hübsch? Ja, ist sie nicht. Okay, lasst uns loslegen, Leute. Wenn wir auf Prestige 3 sind, dann kann man auch ab und an mal eher nach ein paar guten Add-ons Ausschau halten, weil man die natürlich dann auf jeden Fall alle verspielen wird. Wir müssen ja nie wieder Prestige gehen, das heißt, es ist jetzt nicht so wichtig, dass wir möglichst günstig durchkommen, weil wir dann sowieso irgendwann hochleveln und dann, was weiß ich, wie viele Add-ons und ja, eigentlich nur Add-ons bei den Killern. Oder Offerings natürlich auch. Wie viele Add-ons und Offerings man eigentlich dann verliert, wenn man prestigiert. Das ist hier, wenn man Prestige 3 ist, nicht mehr der Fall, weil man einfach nicht mehr auf Prestige 4 gehen kann. Das bedeutet, man hat eigentlich jetzt nichts, wofür es sich lohnen würde, möglichst günstig durchzukommen, außer dass man natürlich möglichst schnell sämtliche Perks freischaltet. Aber ich finde es ganz geil, wenn man dann ein paar gute Add-ons hat. Also, wenn wir irgendein Add-on sehen, was uns irgendwie interessiert, wo wir uns denken so, hey, das könnten wir doch mal vielleicht benutzen, dann könnte es tatsächlich dazu kommen, dass wir nicht den günstigsten Weg durch die Blutnetze gehen. Mir wurde auch noch gesagt, dass es ja... Oh, eine schwarze Abwehr, das ist gar nicht mehr so schlecht. Dass es ja noch die Möglichkeit gibt, die Perks hier auf den unteren Stufen auszuweichen, indem man sich halt sämtliche anderen Blätter holt, das Perk nicht, und dann kurz, weiß ich nicht, zum Beispiel auf einen anderen Killer switcht, wieder hier ins Blutnetz geht, dann kommt man automatisch ein Level höher. Das habe ich nicht gemacht, weil ich es immer ganz wichtig finde, gerade wenn man halt nicht auf Prestige 3 ist, dass man möglichst viele Perks mitnimmt. Einfach nur, damit sie notfalls auch aus der Rotation raus sind und nicht nochmal wieder ins Blutnetz reinkommen können. Jedes Perk, was man da rausholt, erhöht sozusagen dann natürlich die Chance, dass man irgendwie was anderes bekommt, was einem vielleicht sogar was bringt. Deswegen habe ich das beim letzten Mal nicht gemacht. Werde ich auch diesmal nicht machen. Wie gesagt, diesmal ist es eh nicht die oberste Priorität, dass wir möglichst weit vom Level her kommen. Ist natürlich immer schön, wenn man einigermaßen günstig durchkommt. Aber wichtiger wäre es dann, wenn wir ein paar coole Sachen haben, damit wir halt mit Lisa gut spielen können. Generell natürlich bin ich auch sehr gespannt, ob wir ein vernünftiges Setup hinbekommen. Ich glaube, bei Anna oder beim Doc, bei einem von beiden habe ich irgendwie ein Add-on, was ich nicht ganz so geil finde. So, hier werde ich mal eben mir das hier holen. Dauert sowieso ein bisschen, bis der Entitus kommt, deswegen guck, zack, jetzt ist er erst da. Also ein 8000er hätte ich mir eh holen müssen, dann lieber hier die Kiste. Wer weiß schon, was da einmal Schönes drin ist. Wir sind jetzt bei 779.000, das heißt, ich könnte mir jetzt im Schrein zum Beispiel die Erregung holen, bekomme 200.000 Blutpunkte dafür und wir sind wieder bei 979.000. Okay, ja, Pirscher holen wir uns. Wie gesagt, die Perks haben bei uns immer Priorität. Das hier ist eigentlich auch immer ein schönes Addon. Das erhöht nämlich die Reichweite der Dingens. Aber für 8000 ist auch nur die gelbe. Für die grüne hätte ich es vielleicht gemacht. Die Reichweite, aus der man sich zu seinen Fallen teleportieren kann, wenn sie ausgelöst werden. So 100% nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Jetzt überlege ich aber tatsächlich... Ich werde das nicht schaffen, dass ich hier alles bekomme. Die Chance, dass er mir dann die Luftschlange hier klaut, ist mir zu hoch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich bekomme sowieso alles außer dem hier. So, zack, waren die Fußfesseln drin. Die finde ich jetzt eh nicht so geil. Von daher ist es nicht so schlimm. Das dritte Siegel. Naja, nutze ich eigentlich nie. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, naja, am Ende des Tages wahrscheinlich nicht, aber am Ende unserer langen Reise hier, was macht das Addon nochmal? Den Wirkungspreisen, finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Am Ende der langen Reise wollen wir natürlich sowieso sämtliche Perks auf jedem Killer hier haben, wenn er Prestige 3 ist. So, hier zum Beispiel werde ich mir einfach mal die Kiste holen. Da unten sind jetzt sowieso keine Addons, wo ich sagen würde, so, oh ja, die brauche ich auf jeden Fall. Guck mal, und jetzt haben wir hier ein lila Addon rausgezogen, die vernarbte Hand. Die sorgt dafür, dass die Fallen, die man legt, quasi eine Kollisionsabfrage bekommen. Und damit kann man dann zum Beispiel Fenster dicht machen oder so. Ist recht interessant, dafür kann man sich, meine ich, nicht mehr teleportieren. Aufgezählte Hoffnung gibt es hier recht günstig sogar. Und wir haben zwei 8000er, das heißt, ich schaue mir mal eben wieder hier die Kiste an. Die Halskette verringert deutlich die Einstellzeit der Phantomfallen, das ist eigentlich ganz cool. Dann kann man die Fallen halt einfach ein bisschen schneller da in den Boden malen. Ist gar nicht mal so verkehrt. Und zack, sind wir schon auf Level 16. Also es geht echt ziemlich schnell voran hier. Räuber. Ja, finde ich nicht so wichtig, Räuber. Wie gesagt, ich habe Räuber natürlich auch irgendwann mal ausprobiert. Hole ich es mir? Ja, komm, ich hole es mir einfach mal. Gut, das hat sich jetzt nicht so wirklich ausgezahlt. Aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Wie gesagt, so wichtig ist es mir jetzt nicht, dass ich möglichst schnell durchkomme. Man muss sich immer überlegen, wie möchte man leveln. Mir geht es jetzt darum, möglichst viele Perks abzugreifen. Und dann möglichst gute Addons. Was, wie effizient ich quasi durch diese Blutnetze durchmarschiere, ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. So, die grauen Blutpunkte-Offerings, die nutze ich so selten. Außer natürlich, es sind die Partyluftschlangen, die hier. Die sind ja, also ist ja auch eine braunes Ding im Prinzip. Okay, hier gibt es auch ein paar interessante Sachen, muss ich sagen. So, ich gehe mal eben hier hin. Er wird jetzt hier oben gleich anfangen. Und wir bekommen aber alles, was wir haben wollen. Ich werde jetzt hier blocken und dann geht er hier hin. Und ich kann mir noch die Partyluftschlange holen. Zack, haben wieder einen 3000er weggegeben. Ist aber nicht so wild. Räuber auf 2, ja. Nehmen wir mit. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo geht der Entitus hin? Hier hätten wir, erhöht deutlich die Verweilzeit zum Auslösen und verringert leicht die Entfernung. Ich hätte natürlich auch gerne das dort. Ist natürlich wieder die Frage, was gibt es da oben wohl Schönes? Ich gehe mal nach da oben. Die Kisten, die sind immer so schön geheimnisvoll, weißt du? Da fragt man, ah, ich werde die Punkte nicht bekommen. Verdammt, okay, komm, wir gehen mal Risiko. Blutiges Wasser. Wir bekommen jetzt die 3000er. Er wird nämlich da unten hingehen. Schade, 25%. Hätte ich vorher mal gezählt, dann hätte ich das auch wissen können, eigentlich. Der Tüftler. Ich überlege gerade Tüftler, was für einen Einfluss auf welchen Addons das hat. Wüsste ich jetzt aus dem Kopf gar nicht, ob es irgendwas Cooles gibt. Die 8000er, die kann er diesmal beide haben. Wir holen uns jetzt die beiden 3000er und... Ah, verdammt, hätte ich anders machen sollen. Ja, das passiert, wenn man nicht aufmerksam ist. Haddonfield Offering. Ja, ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Sagen wir es mal so. So, zwei grüne Offerings. Das ist schon mal ganz cool eigentlich. Und dann die aufgezehrte Hoffnung. Kann man auf jeden Fall mal auf der Hexe spielen. Ist manchmal ganz lustig. Großmutters Herz. Was macht das nochmal? Verringert die Herzschlagreichweite. Ah, okay. Das ist cool eigentlich. So. Und dann holen wir uns die beiden Sachen hier. Und zack. Nächstes Level Up. Level 22. Sehr schön. Tüftler 3. Ich weiß gerade wirklich nicht aus dem Kopf, welche Addons vom Tüftler betroffen sind. Müsste ich mal schauen. Ob es da irgendwas Interessantes gibt. Ich finde, Tüftler ist halt auf dem Billy sehr stark. Es gibt ein paar coole Addons beim Trapper, die auch davon betroffen sind. Vielleicht Verweilzeit. Ja, wer will schon dahin? Ich nehme ja mal das. Kann ich, glaube ich, besser gebrauchen als das Map Offering. Map Offerings sind sowieso, ich finde Map Offerings jetzt nicht so wichtig. Brutale Stärke, das ist gar nicht mal so verkehrt. Die hätte ich auch gerne, die getrocknete Zikade, oder wie heißt das Viech da oben? Zikade, ja, genau.
Sollte ich auf jeden Fall bekommen. Der Entitus kommt jetzt erst beim 5. Mal. Zack. Haben wir ihm also weggegeiert. Das hier ist verdichtete Nebel. Das braucht man als Killer auch eher nicht. Als Killer ist es ja dann doch eigentlich cooler, wenn man den Nebelschleier ein bisschen verringert. Obwohl, als Hexe vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann sehen die Fallen natürlich auch ein bisschen schlechter. Brutale Stärke auf 2. Gehen wir mal hin. Und die Kiste werde ich mir auch geiern. Einfach nur, um meine Neugier zu befriedigen. Wow. Der Schlüssel. Dann holen wir uns das hier. Hole ich mir jetzt die Addons oder die Map Offerings? Ich hole mir jetzt mal das hier mit. Ich glaube, ich werde das hier eher verwenden als Map Offerings. Von daher passt das schon. Level 25. Jetzt bekommen wir immer 2 Perks in jedem Blutnetz. Wir haben hier einmal überladen, wir haben hier einmal die aufgezehrte Hoffnung. Ich denke, ich mache die aufgezehrte Hoffnung fertig sozusagen. Danach müsste ich mir das hier holen. Dann geht er hier hin. Ich sollte das hier holen und er holt sich ein 8000er. Oder ich versuche mir das hier wieder zu geiern. Ich könnte das hier auch vorher safe machen. Da gibt es Punkte. Ach egal, komm. Wir spielen es jetzt mal hier so wie anfangs gedacht. So. Jetzt könnte ich mir theoretisch das holen, aber ich gehe mal Risiko. Ich gehe mal Risiko. Er geht da unten hin. Okay. Blutpunkte oder Neugier befriedigen. Komm. Ich bin neugierig. Okay, die zerbrochenen Schildkröten-Eier. Wird schon passen. Wird schon passen. Wie gesagt, hier ist jetzt irgendwie nicht ganz so wichtig, dass ich möglichst günstig durchkomme. Nurse Calling. Ja, nice. Da gehe ich mal nach da oben. Werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich eher nehmen als das Raubtier. Und dann haben wir da sogar noch ein schönes grünes Addon direkt nebendran. So, holen wir uns. Hier mache ich zu, damit ich mir das andere grüne Addon noch holen kann. Scheiß auf den 3000er. Ihr merkt schon, ne? Ich habe jetzt wirklich ganz anderes. Ich level ganz anders, als ich den Dog gelevelt habe. Werde ich wahrscheinlich jetzt immer so machen, weil Prestige 3 ist ja das höchste. Und Anna und der Dog sind beim nächsten Mal auch auf Prestige 3. Gut, hier würde ich sagen, scheiß auf den Räuber. Auf gut Deutsch. Wir holen uns die Nervenkitzel der Jagd. Einfach nur, damit man seine Totems schützen kann. Und jetzt könnten wir sogar einigermaßen günstig durchkommen. Wenn er jetzt hier hingeht, dann nach hier hin. Da sind gar keine Sachen, die ich irgendwie attraktiv finden würde. So, die Schildkröteneier. Dann geh mal ruhig dahin, Entitus. Ich hole mir hier helleres Mondlicht. Und dann muss ich mir noch den Macmillans Fingerknochen geiern. 28. 400.000 Blutpunkte haben wir noch. Wir werden nicht so weit kommen wie beim letzten Mal. Aber das war jetzt ja auch gar nicht so wichtig. Beobachten und zuschlagen. Habe ich jetzt auf der Hexe noch nie benutzt. Ich würde sogar fast sagen, ich lasse ihm den Spaß sich hier holen. Dann geht er hier und dann geht er hier hin. Würde das wegfallen. Kann ich meine Neugier zwar nicht befriedigen, aber es ist nichts Wichtiges so auf dem Weg. Zeigt die Auren für 2 Sekunden. Ist eigentlich cool. Dann, ich glaube, dann lasse ich ihn das doch nicht holen. Ich hole mir mal den schlampigen Schlachter. Ich weiß nicht. Ich glaube, beobachten und zuschlagen. Ich habe es auf der Hexe noch nie gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mega geil ist. Jetzt holt er sich die Kiste. Das Addon gibt es hier auch nochmal für 3000. Zweimal sogar. Dann machen wir das natürlich lieber. Ich muss mir noch einen 5000er holen. Dann hole ich mir lieber einen Addon als einen Map offen. Okay. Level 29. Ruin. Oder Nervenkitze der Jagd. Joa, ist beides nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen nach oben. Dann kann ich mir das hier geiern. Tempoin. Ja, wir gehen mal nach oben weg. So, wäre beides jetzt nicht schlecht gewesen, muss man ja sagen. Ich hole mir schnell die Flügel, dann holt er sich das. Dann hole ich mir den hier. Er wird nach oben gehen, dann bekomme ich sogar noch das hier, wo ich einen Mini-Wall-Hack in Anführungsstrichen habe, wenn jemand meine Falle auslöst für 2 Sekunden. Aber es ist schon cool, dann verliert man die Leute nicht so schnell aus den Augen. Spiele mit deinem Essen oder aber das dritte Siegel. Das dritte Siegel, ja, ich werde beides wahrscheinlich nicht nehmen. So richtig geile Addons gibt es ja auch nicht. Ich hole mir das hier, einfach nur, weil es schneller geht. Dann machen wir hier dicht, holen uns die Kiste. Er geht dorthin. Also wenn er jetzt runter geht, dann wäre das weg. Da ist dieser kleine Wallhack in Anführungsstrichen. Dann hole ich mal das hier meinetwegen. So, und dann muss er sich den 8000er umholen. Also hier sind wir sogar einigermaßen günstig durch das Blutnetz gekommen. Level 31. Das Beste kommt zum Schluss, oder
Der Ruf einer Krankenschwester. 1, 2, 3, dann wird er hier hingehen. Ich muss dann hier hingehen. Das lasse ich nicht. Das lasse ich ihm nicht. Oder ich bereite vor. Pass auf. Wir sind jetzt mal wieder in einer Kochsendung hier. Ich habe da schon mal was vorbereitet. So, einen darf ich noch. Dann gehe ich hier hin, um mir die Kiste hier zu geiern. Und dann holen wir uns den Ruf der Krankenschwester. Ich werde jetzt, wenn ich mir die Kiste hole, wahrscheinlich nichts mehr... Nee, warte mal. Wenn ich mir die Kiste hole, selbst wenn er hier hingeht, wenn ich danach hier hingehe, dann wird er zu einem von den beiden gehen und dann kann er... Da kriege ich den anderen auch nicht mehr. Gut. Aber ich muss meine Neugier immer, weißt du? Gekappte Münze. Das war jetzt so ein bisschen der Zong. Ich meine, das hier wäre ganz cool gewesen. 4 Sekunden. Wallhack in Anführungsstrichen. Die durchnässten Schuhe finde ich nicht ganz so geil. Die machen die Leute halt langsamer, wenn sie in deine Phantomfalle reinrennen. Aber dafür kannst du dich halt nicht mehr teleporten. Ne? Habe ich, glaube ich, erst ein oder zweimal benutzt. Ich meine, man muss die Addons ja mal alle ausprobieren. Ich komme zum Beispiel auch mit dem einen Addon von Lisa überhaupt nicht klar. Ich glaube, ich hole mir Nurse Calling. Da gibt es sogar die Kiste daneben dran. Da, die Luftschlange muss ich mir natürlich holen. Wenn er dann hier hingeht und dann hier hin, dann wäre das alles weg. Dann wäre ich sogar einigermaßen günstig durchs Blutnetz gekommen. So, wir machen hier mal dicht. Das ist wichtig. Er geht aber da lang. Den lasse ich ihm noch, den dann nicht mehr. Oh, nochmal die Luftschlange. Ja, nice. Siehst du, da hätte ich mich sonst geärgert, wenn ich mir das jetzt nicht geholt hätte, ne? Dann den Mini-Wallhack. Und das Add-on. So. Zum Beispiel, womit ich auch nicht klarkomme, ich glaube, ich habe nicht zu Ende geredet, ist das eine Add-on, wo die Überlebenden deine Phantomfallen nicht mehr sehen können. Verringert die Einstellzeit, Erregung. Nee, ich werde mir einen schlampigen Schlachter holen. Geht auch schneller. So, dann kann ich meinetwegen hier unten gleich dicht machen mit dem Add-on hier. Effektiven Wirkungsbereich. Ich muss mir die Kiste holen. Ich bin einfach zu neugierig, wenn ich wirklich hier ganz normal level. Manchmal kann da halt was Schönes drin sein, ne? So wie eben gerade Partyluftschlangen, die nimmt man doch gerne mal mit. Was soll der Geiz? Fragt man sich doch sonst. Level 34. Da unten haben wir Überladen und unerbittlich ist halt. Unerbittlich ist in meinen Augen immer so, wenn man schon von vornherein so sagt, oh ja, ich glaube, ich werde die Survivor nicht so oft treffen. So, weißt du, wenn du Killer bist, dann denkst du dir doch auch eher so, ja, Leute, die mache ich fertig. Unerbittlich brauche ich nicht, weil ich werde die auf jeden Fall immer treffen. Wir holen uns Überladen. Ich überlege tatsächlich, ob ich mir die Zikade da noch holen soll. Wenn ich hier hingehe, er holt sich das. Eins, zack, das. Ich werde das bekommen. Gut. Dann muss ich es nicht auf Krampf safe machen. Wenn ich es sowieso bekomme, dann ist es mir nicht so wichtig. Danach kann ich mir dann noch die Kiste da geiern. Unten die Schildkröteneier. Die werde ich dann einfach dem Entitus gönnen. So. Wir machen hier dicht. Und dann hole ich mir die hier. Das Map-Offering kannst du haben. Level 35. So, was haben wir hier Schönes? Da unten. Schattengeborener oder wieder unerbittlich. Ja, dann hole ich mir Schattengeborener. Mit 4 Sekunden Wallhack noch da am Start. Das bedeutet, wahrscheinlich gebe ich diesmal meine Kiste hier auf. Hier ist noch die Zikade, Blutpunkte, ein grünes Addon. Ja, so werde ich es machen. Immer erstmal so vorher einen kleinen Überblick verschaffen. Obwohl das auch nicht immer hilft. Manchmal mache ich dann trotzdem mega doofe Aktionen. So, hier gab es Großmutters Herz. Ja, ist in Ordnung. Ich weiß nicht, mit den Addons, mit diesen lila Addons und den pinken Addons von der Hexe, komme ich teilweise nicht so hundertprozentig klar. Habe ich jetzt eigentlich schon erzählt, welches Addon ich nicht so gerne mag? Das, wo man wo man nicht mehr die Fallen sieht, wenn die Leute die auslösen. Dann teleportiere ich mich manchmal einfach irgendwo hin und ich weiß auf einmal gar nicht mehr, was Sache ist. Und ich habe keine Ahnung, wo ich mich überhaupt aufhalte. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Brutale Stärke kann man doch mal mitnehmen, oder? So, dann holen wir uns das. Ich überlege halt, das hier, wie gesagt, ne, ist eigentlich ganz cool, aber verlangsamt die Leute halt nur, du kannst sie nicht mehr teleporten. Puh, schwer. Wenn die am anderen Ende der Map da irgendwie rumgurken, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich hole mir das Addon dann. Einfach nur, weil es ein pinkes Addon ist, warum nicht? So. Das Blutnetz war jetzt nicht so geil. Halt, warte mal, welches? Ich bekomme ja nur eins. Wirkungsbereich. Einstellzeit. Ja, Einstellzeit ist nicht schlecht.
Das wird übrigens vom Tüftler beeinflusst. Ich kann mal gleich schauen, was noch so beeinflusst wird. 75.000. Zack, zack, dann habe ich das. Hier haben wir noch dunkelstes Mondlicht. Kann auch ganz nett sein. Erregung, dann gehen die Schildkröteneier weg. Den hier hätte ich gern. Ich hole mir erstmal hier den Schattengeborenen. Schildkröteneier. Gibt's da ganz günstig eigentlich, ne? Aber warte mal, ich muss hier erstmal schnell dicht machen. So, jetzt muss ich mir das hier gönnen. Ah, das ist, glaube ich, das Addon, oder? Warte mal. Schlammphantom. Ah, nee, das ist das mit den Zusammenstößen. Okay, das ist echt lustig. Das macht die Spielweise der Hexe halt wirklich komplett anders. Und du kannst richtig schön den überlebenden Fallen aufstellen. Wo sie dann nicht so wirklich wegkommen. Solltet ihr mal ausprobieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ist auf jeden Fall interessant, finde ich. Das Wiegenlied oder den Pirscher. Pirscher, da würde ich das hier quasi mir safe machen. Und ich würde noch das Lilane bekommen. Das ist das mit, man kann sich zu jeder Falle teleporten. Dafür hast du in 15 Sekunden Cooldown. Ich meine, wenn man sich aber hinportet, ist ja meistens jemand in der Nähe. Und dann ist es manchmal gar nicht so wild, wenn man 15 Sekunden Cooldown hat, weil man dann meistens vielleicht sowieso in eine Verfolgungsjagd dann erstmal reingerät. Zweimal die Partyluftschlangen hier hintereinander. Gut, da ist klar, das machen wir auf jeden Fall. So, ich gönne mir das hier mal. Wenn ich ihn jetzt hier hinlasse, geht das alles weg. Also lass mich mal eben überlegen. Wenn ich hier hingehe, werde er zu einem von den beiden gehen. So, dann hole ich mir eine Luftschlange, dann geht er zu einem von den beiden. Ich bekomme sowieso alles, was ich haben möchte. Dann zwingen wir ihn, dort lang zu gehen. Ich werde jetzt halt nicht möglichst langsam durchkommen, aber es ist egal. Ich bekomme alles, was ich haben möchte in diesem Blutnetz. Dieses findet leicht die. Nee, ich hole mir meine Neugier, Leute. Großmutters Herz. Ja, warum nicht? Einstellzeit oder die Verweilzeit. Wir nehmen mal das hier mit. Zack, und dann haben wir nur noch 2000 Blutpunkte. Wir haben es also tatsächlich bis Level 39 geschafft. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie weit sind wir beim letzten Mal gekommen? 40? Oder 45? Ne, ich glaube 40, ne? Oder 45, bin mir nicht sicher. Ja, ist doch gar nicht mal, also so viel schlechter war es dann gar nicht mal, würde ich sagen. Beim nächsten Mal Bluthund oder Raubtier ist jetzt beides nicht unbedingt etwas, was ich nehmen würde. Wahrscheinlich werde ich mir aber Bluthund holen, einfach nur, weil hier nochmal ein grünes Addon auf dem Weg ist. Dann wird er hier hingehen, zack, dann geht das weg. Theoretisch, wenn er das bekommen würde, würde... Ah, der 4... Ich finde die 4-Sekunden-Wallhex immer richtig nice. Okay, ich habe, glaube ich, kein einziges Memento bekommen, ne? Ne, gar keins. Noch nicht mal ein gelbes. Doch, ein gelbes, okay. Ein gelbes Memento. Achtmal die Luftschlangen. Pudding habe ich, glaube ich, auch gar nicht bekommen. Oder ich habe ihn übersehen. Das kann natürlich auch immer mal passieren. Krass eigentlich, oder? Na gut. Bei den Addons, so sieht's aus mit den Addons. Hier ein paar Zikaden, die sind ganz cool. Wie gesagt, den Wallhack, den finde ich auch ziemlich nice. Ansonsten habe ich das gar nicht bekommen mit dem. Glaube nicht. Nee, ich glaube, ich habe das nicht, dass sie angezeigt werden. Na gut, okay. Mein Setup, brutale Stärke wäre natürlich nicht schlecht. Dann könnte man Nurse Calling vielleicht nehmen. Das dritte Siegel finde ich nicht ganz so geil. Aufgezehrte Hoffnung vielleicht. Dann muss man aber schon fast den Nervenkitzel der Jagd mitnehmen. Auf Stufe 1 ist er natürlich jetzt eher so semi. Also ich denke, ich muss noch ein bisschen leveln. Aufgezehrte Hoffnung muss man schon beschützen. Das kriegen die Survivor natürlich sonst mit. Ansonsten, ja, so ein richtig geiles Setup habe ich hier tatsächlich gar nicht auf der Hexe, ne? Aber sie ist ja auch erst Level 39. Mal schauen, was dann auf 50 so passiert. Das soll es dann auch gewesen sein, Leute. Wir haben wieder mal 1,2 Millionen Blutpunkte ausgegeben. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr den Daumen nach oben kloppt und wenn ihr in den Kommentaren schreibt, wie es euch gefallen hat. Hättet ihr irgendwas anderes gemacht oder, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns dann noch in einer Killerrunde heute, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Haut rein!